Hallo und ganz herzlich willkommen. Hier ist Peru Place. Ich bin der Peru. Herzlich willkommen bei Elite Dangerous an Bord von Elbe 1, meinem Abbauschiff. Wir sind hier gerade mittendrin in einem Asteroidenfeld zum Abbau. Nicht ohne Grund, denn wir sind unterwegs, die German Explorers of Colonia, auf dem Weg nach Hause. Ne? Also als hätte ich eine prophetische Vorhersehung gehabt, ja, habe ich kurz vor den Anschlägen in der Bubble auf die ganzen Raumstationen, auf die bedeutenden, auch in Sol, gesagt, komm, wir verlegen den ganzen Rums nach Hause, nach Colonia. Und bäm, ging's rund in der Bubble oder geht es rund in der Bubble. Und ich möchte euch hier in diesem Video ein bisschen up-to-date bringen, was bei uns in der Staffel abgeht. Und natürlich, wie ihr mitfahren könnt, sozusagen per Anhalter durch die Galaxis. Dazu aber gleich mehr. So, wir gehen jetzt mal in das Schiff rein. Selbstverständlich brauchen wir für diese etwas längere Reise ein bisschen Tritium immer wieder. Das heißt, wir haben hier an unserer aktuellen Station auch geschaut, ob wir da Planeten haben mit entsprechenden Ringen. Haben wir, Gott sei Dank. Da haben wir also richtig Glück gehabt. Wir sind aktuell, und das könnt ihr euch gleich mal notieren, im System Blaya Eon UL-P-C816. Und dort werden wir noch bis zum einschließlich 22. März 3307 verweilen und dann den nächsten Sprung ansetzen Richtung Colonia, beziehungsweise die nächsten Sprünge. Wie schnell diese Reise geht, liegt an euch. Warum? Wir möchten euch einladen als Anhalter auf unserem Wissenschaftsschiff Stargazer. Also Name und Kennung blende ich euch gleich mal ein, mitzufliegen. Und ja, das Einzige, was wir von euch wollen, ist, dass ihr uns ein bisschen unterstützt natürlich mit Tritium, damit wir auch relativ schnell und knuffig da auch ankommen. Wir werden zwischendurch immer wieder natürlich mal auch Pausen machen. Wir werden also im Wochenrhythmus springen und da habt ihr auch dann ausreichend Gelegenheit zum Abbau oder vielleicht auch, wenn ihr Lust habt, zum Exploren. Ne, also Kartografie ist an der ist auf unserem Wissenschaftsschiff natürlich drauf. Ne? Also ihr könnt eure Kartografie-Daten dann auch gleich bei unserem Träger abgeben. Ne? Also alles kein Thema. Wenn ihr da Lust habt, würden wir uns freuen. Wie natürlich auch, wie immer, über jeden neuen Kollegen in unserer Staffel. Und ich blende euch das nochmal ein, damit ihr das im Hinterkopf habt. Ne? Unsere Staffel ist die GEOC, also die German Explorers of Colonia. Entweder einfach in-game bewerben für die PS4 oder natürlich könnt ihr mir über PlayStation Network dann ja, eine Anfrage schicken, eine Freundschaftsanfrage, und ich lade euch dann ganz einfach ein. So, jetzt so ganz nebenbei, wo wir gerade am Schnacken sind, nicht, dass ich vergesse, warum ich eigentlich unterwegs bin hier. Nicht? Wir brauchen ja, wie gesagt, Treibstoff, und nebenbei werden wir natürlich noch ein paar hoffentlich wertvolle Ressourcen einsammeln. Glücklicherweise haben wir hier in unserem aktuellen System, wo wir stehen mit dem Träger, zwei Planeten mit Ringen. Einer davon hat also wirklich alles mit dabei, mit leeren Opalen. Ja, ist ja gut. Mit leeren Opalen, mit Tritium, also mit allem, was so unser Herz begehrt. Das heißt, wenn ihr mit dabei sein wollt und hier euch schon mal breit macht in dieser Woche bis zum Abflug, dann könnt ihr durchaus nicht nur eure eigenen Bedürfnisse stillen mit leeren Opalen etc. pp., sondern natürlich auch uns unterstützen, die Reise unterstützen mit Tritium. Wenn jetzt zum Beispiel, und darum möchte ich euch bitten, wenn ihr die Reise wirklich komplett mitmacht, füllt euch die Lager von euren Schiffen mit Tritium. Macht sonst alles leer, füllt die Lager mit Tritium. Ne? Also wenn dann also zum Beispiel das Spendenlager voll ist, ja, dass wir dann trotzdem noch eine Reserve haben wegen dem während des Fluges. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. So, dann wollen wir mal ganz kurz gucken, was wir hier so Leckeres haben. Ja, also ich freue mich persönlich schon sehr auf Colonia. Wir hatten da oder haben da auch schon so ein bisschen nette Kontakte angeklopft bei den Likedelern in Colonia. Die sind beheimatet in Helgoland. Das ist auch unser Ziel. So, jetzt wollen wir mal schauen, was hier los ist. Was hat denn unser Erdsucher hier? Oh, guck mal, hier Tritium, viel auch an der Oberfläche. Das ist gut. Na gut, innen drin ist weniger knackig, aber so.
Ach so, und natürlich nicht vergessen, wenn ihr weiterhin nette Videos sehen wollt von mir, kein Problem, einfach die Glocke läuten, beziehungsweise nicht, also ein Like oder Follow freut mich natürlich immer. Und lasst auch gerne mal einen Kommentar da. Oder wenn ihr Fragen habt, eben mal zu dieser Reise, ebenfalls bitte in die Kommentare. Jetzt muss ich mal gucken, habe ich noch Sam da draußen hier? Ja, gut. Dann geben wir mal Gas hier. Ja, was für einen niedrigen Materialgehalt. Können wir da ordentlich was runterputzen hier? So, also, um aufs Thema zurückzukommen. Ich war jetzt gerade ein bisschen auf den Abbau konzentriert, sorry. Aber ist ja auch wichtig, ne? Geht ja hier um unsere Vorräte für die Reise. Das Tempo, wie gesagt, ist mir jetzt persönlich eigentlich weniger egal, euch wahrscheinlich nicht. Also deshalb, wie gesagt, nochmal der Hinweis, wie schnell die Reise geht. Richtung Kolonia, nach Kolonia. Das liegt ja ganz allein bei euch. Denn je nachdem, wie regelmäßig und zuverlässig ihr unseren Träger mitversorgt, wir werden dann natürlich auch mitsammeln. Mit Tritium, desto schneller geht natürlich auch die Reise, ist natürlich keine Frage. Ne? Ach so, und da ich diese Frage auf Facebook auch schon gesehen habe, in der PS4-Gruppe auf Facebook, die ich übrigens herzlich grüße, es ist völlig egal, ob der PS4, PC oder Xbox spielt. Da der Träger öffentlich ist, also quasi wie eine Raumstation, kann jeder mitfliegen. Einzige Ausnahme, ihr dürft nicht den Status berüchtigt als Pilot haben. Dann greifen unsere Sicherheitskräfte ein und bitten euch, mehr oder weniger höflich, bitte davon abzusehen. Sagen wir es mal so. Na? Also, ansonsten kann wirklich jeder mitfliegen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da mal reinschaut, auch auf unserer Inara-Seite, da wird es immer einen aktuellen Fahrplan geben, wann der nächste Abflug ist. Wie gesagt, jetzt diese Woche, beziehungsweise nächste Woche, nächster Abflug ist der 22. März 33.07. Und ich sag's nochmal, bitte alle Schiffe, die mit möchten, bereits bis zum Vorabend, also am 21. auf dem Träger platzieren. Ansonsten können wir nicht für die Mitnahme garantieren. So. Und das war es eigentlich schon von mir. Ich werde schon mal fleißig arbeiten, dass wir schon mal so einen gewissen, ja, Grundvorrat an Tritium haben. Und ich hoffe, wir sehen uns demnächst an Bord der Stargazer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hey Leute, unterstützt meinen Kanal und holt eure Lieblingsgames ohne Mehrkosten bei meinem Partner Instant Gaming. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Dankeschön.